Dings. Was machst du denn für eine Sportart? MMA. Nein. Ja doch, ich bin MMA-Kämpfer. Du hast dir das eben gekauft. Du machst doch Spaghetti essen. Ich habe ja so ein Ding mal gesprengt, aber ich habe es momentan in der Schulter, deswegen kann ich es jetzt nicht hier machen. Also ich bin auch ganz ehrlich, am Ende komme ich mir vor wie beim riesengroßen Berlin Tag und Nacht Casting. So tätowiert, breit gepumpt, ah, Hauptrolle, Hauptrolle, du Hauptrolle, mich wollten sie nicht, ey, arschgeil. Ist ja jetzt nicht toll, weil da hast du noch ordentlich vor dir. Ja, ordentlich vor mir. Spann mal Oberarme an. Kennst du die Lochis auf YouTube? Hä? Kennst du die Lochis auf YouTube? Ja. Könnte es der dritte sein, so vom Aufbau? Leute, jetzt mal ganz ehrlich, was haltet ihr davon, wenn Männer Leggings tragen? Ich find's immer sehr kurios, bei Frauen geil, bei Männern verwirrt es mich sehr. Diese ganzen eingecremten Sixpacks, die gegelten Haare, ist schon alles ein bisschen gay hier, oder? Ja, schon ein bisschen. Wir fragen uns auch mal schon, was machen wir hier eigentlich? Leute, ich bin immer mehr verwirrt. Ich bin auf der Gamescom, da rasten alle aus, wenn irgendwelche Figuren kommen. Ich bin auf der Pumpermesse, da rasten alle aus, wenn Pumper kommen. Ich bin auf der Venus, da rasten alle aus, wenn Pornodarsteller kommen. Bin ich unnormal, weil ich nicht ausraste? Euch ist komplett klar, dass euch alle Frauen auf den Körper reduzieren. Die wollen nicht dich kennenlernen oder dich, die wollen euch nur bumsen. Wer weiß das schon? Stehen Frauen nur noch auf breite Typen oder hat so ein Typ wie ich mit einem kleinen Bauch auch noch eine Chance? Hat auch noch eine Chance. Was muss ich mitbringen, dass ich eine Chance habe, außer Anabolika? Viel Humor. Ja. Ehrlichkeit. Okay, bin ich. Willst du mich mal in Berlin besuchen? Ja, gerne. Dankeschön. Sie erinnern mich an jemanden, der immer am 24. kommt und Geschenke bringt. Der ist bloß nicht so durchtrainiert. Was haben sie denn gemacht? Der Weihnachtsmann, meinst du? Sieht aus wie der Weihnachtsmann, aber der kleine Bruder in Hulk Hogan-Form. Richtig. Ja. Ich sehe hier so eine Brocken von Muskeln. Das ist doch nicht von Liegestütz machen und Klimmzüge. Oder gut essen, Bisonfleisch. So, also jetzt mal ehrlich, ich glaube 20% hier spritzen. Keine Ahnung. Redet man nicht gerne drüber, oder? Ich weiß von nichts. Okay, ich weiß auch von nichts. Alles klar, wir sehen uns am 24. Alles klar. Aber nicht so viel pumpen, sonst passt du nicht durch den Kamin. Aber muss die Tür aufmachen, wenn ich komme. Genau, weil der Kamin wird zu eng. Vielen, vielen Dank. Hätte ich eine Chance bei euch? Oder, nee, unter 120 Kilo Bankdrücken geht nicht. Nein, Quatsch. Also, wenn ich keinen Freund hätte, auf jeden Fall. Wo ist denn dein Freund? Der ist so. Ist das der da hinten, der da die ganze Zeit rumknutscht? Nein, nein. Wie trainiert darf eine Frau sein? So, dass es gut aussieht. Ja, ich sag mal so, hier gibt's schon ein paar, wo man von hinten denkt, ist ja ein krasser Typ und dann dreht die sich um und denkt man so, hua! Das ist jetzt Geschmackssache, aber es ist schon, muss man schon respektieren. Wenn so eine Frau voll muskulös ist, dann muss man einfach nur sagen, Respekt, was sie sich aufbauen konnte, ne? Aber würdest du mit der essen gehen? Freundschaftlich, also, klar, warum nicht? Spann du mal an. Bizeps. Ja, Bizeps. Und ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, wer mehr hat. Was denkst du, wer mehr hat? Bin ich schon ein Tier, wa? Ja. Alter, geile Sau. Wenn euch das Video jetzt auf Afibo gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn nicht, nach unten. Alle gehen nach Hause, ich muss auch nach Hause, war ein anstrengender Tag. Oh, ich bin fertig, ey. Und ich muss mich jetzt auch von den ganzen Sixpacks und Muskeln erholen und mal zum Mc's Big Tasty Ecken essen.